Hallo und herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Toll, dass Sie sich im dritten Wahlgang für die Große Koalition aus ZD und F entschieden haben. Sie sind heute Zeuge oder Zeugin einer absoluten Weltpremiere. Heute gibt es was, was es noch nie gab. Das ZDF Magazin Royal zum ersten Mal seit 10 Jahren, vielleicht sogar zum letzten Mal, live, jetzt. Wer da nicht dabei bleibt, wird sich später ein Loch in die Fernbedienung ärgern. So wie die, die damals die Mondlandung verpasst haben oder die Wiedervereinigung oder das erste TikTok von Kai Pflaume. Los geht's. Live aus dem Studio Ehrenfeld. Hier ist das ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Willkommen, meine Damen und Herren, in Ihrem ZDF. Es ist 23:03 Uhr. Herzlich willkommen zur allerersten Live-Ausgabe des ZDF Magazin Royal. Gerade eben haben Sie eine Sendung aus der Konserve gesehen. Nein, heute und im Zuge dieser Ereignisse, die zurzeit los sind, die Deutschland und die Welt bewegen, konnten wir es uns nicht nehmen lassen und haben uns spontan dazu entschieden, heute eine Live-Sendung zu machen. Entsprechend der Hashtag der Woche, der Hashtag des heutigen Abends, wenn Sie sich an dieser Live-Sendung beteiligen möchten, ZDF Magazin Live ist der Hashtag. Sie können auch jederzeit anrufen, wenn Sie möchten. Ab sofort sind die Leitungen freigeschaltet. 030-755-436644 ist die Telefonnummer. Das werde ich alles noch ganz oft sagen, meine Damen und Herren. Das ZDF Magazin Royal, wir hauen hier jede Woche, jeden Freitag Dinge raus, schmeißen Ihnen Dinge vor die Füße. Aber wir sind eine serviceorientierte Sendung. Uns ist wichtig zu wissen, was Sie denken. Wollen Sie mich beleidigen? Heute Abend müssen Sie das nicht anonym im Internet machen. Sie können das kostenlos einfach telefonisch machen. Wenn Sie sich an einem Set befinden eines Filmes von Til Schweiger und Informationen darüber haben, die Til Schweiger entlasten könnten. Weil das hat mich wirklich schockiert. Ich habe jahrelang wirklich Til Schweiger für einen der größten Filmemacher in Deutschland gehalten. Wenn ich gewusst hätte, was Til Schweiger heute vom Spiegel vorgeworfen wird, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich, meine Damen und Herren, hätte in den letzten 10 Jahren den ein oder anderen Witz gemacht, um Sie darauf zu stoßen. Ich bin völlig überrascht. Wir werden das alles in dieser Sendung klären und natürlich auch das Thema des Tages. Der Prozess ist zu Ende. Arafat Abu Shaka gegen Anis Fercici. Das ist, falls Sie es nicht wissen, der Ehemann der großen Blähbauch-Influencerin Anna-Maria Fercici hat heute, der Prozess ist zu Ende gegangen und Arafat Abu Shaka muss vielleicht 2,2 Millionen Euro bezahlen. Wenn Sie in diesen Kreisen unterwegs sind, wenn Sie sich beteiligen möchten, wenn Sie ein Thema haben, wenn Sie Fakten haben, die wir vergessen haben, wenn Sie eine Meinung haben, heute rufen Sie bitte an. 030 755 436644 ist die Telefonnummer. Und wenn Sie dann durchkommen, dann landen Sie bei diesen Herrschaften. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Ich stelle Ihnen meine Kolleginnen und Kollegen einmal vor. Einen großen Applaus bitte an unserem Telefon heute. Christian I.M. Sommer aus der Schweiz. Caroline Worps mit ihrer Anrufe entgegennehmen, ebenso wie Miguel von Rowitzki, sowie zuständig für den Rhein-Main-Raum Parshat Ismaili. Der große Komiker Jochen Heppmann, der Gewinner des Buttlitz-Springer Kabarett-Buttplugs in Gold, vor 2 Wochen gewonnen. Jochen Heppmann und natürlich auch Grundi, unser Grundgesetz. Rufen Sie jetzt an. Dieses ZDF-Magazin Royal, meine Damen und Herren, ist komplett live. 030-755-436644. Wir scannen natürlich auch das Netz. Der Hashtag der Woche ist ZDF Magazin live. Und natürlich sind auch Sie heute zum allerersten Mal live. Sonst machen Sie ja immer nur Playback. Sie können ja im Grunde, Sie mussten richtig üben, aber Sie haben es, glaube ich, hinbekommen. Einen großen Applaus und hallo, das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Hello! Hello! Und jetzt machen wir uns das so richtig gemütlich, meine Damen und Herren. Heute Abend bin ich ganz für Sie da. Heute Abend interessiere ich mich wirklich für Sie. Und ich weiß normalerweise, wenn Olli Welke durch ist mit der Heute-Show, viele fallen ins Koma, viele schalten aus, viele haben keinen Bock auf diesen widerlichen Typen vom ZDF-Magazin Royal. Das kann ich nachvollziehen. Aber wir sind natürlich eine Feedback-Redaktion. Uns ist Ihre Meinung wichtig. Und unter der 030-755-436644 oder dem Hashtag ZDF-Magazin live hat sich jetzt unser erster, da ist er, unser erster Anrufer gemeldet. Es handelt sich um Clemens, 63 Jahre alt, aus Hamburg. Einer unserer jüngeren Zuschauer. Hallo Clemens. Nabet. Clemens, Sie kommen aus Hamburg, wenn ich fragen darf, ohne dass Sie da jetzt ganz präzise die Straße nennen. Aus welcher Ecke Hamburgs kommen Sie denn?
Das ist Eimsbüttel. Hamburg oder auch Eimsbusch genannt. Also Sie sind vertraut mit der Popkultur, der Subkultur in Eimsbusch. Sie kennen Jan Delay, ist Ihnen das ein Begriff? Ja, das ist also sehr wohl ein Begriff. Wunderbar. Clemens, Sie sind 63 Jahre alt und schauen trotzdem unsere Sendung. Warum haben Sie jetzt gerade angerufen? Was ist der Grund Ihres Anrufs? Können Sie was dazu beitragen, was derzeit mit Til Schweiger passiert? Haben Sie Insider-Informationen aus dem Springer Verlag? Sie sind jetzt in einer Fernseh-Live-Sendung. Sie könnten, ohne juristische Konsequenzen befürchten zu müssen, einfach auspacken. Also beim Springer Verlag, das war eigentlich der Grund, warum ich angerufen habe, weil im Mastodon hatte ich ja gelesen, heute durchklingeln. Was haben Sie wo gelesen? Im Mastodon? Mastodon, also das Feediverse. Okay, im Feediverse haben Sie, das wissen viele Ältere nicht, das Feediverse ist ein King-Universum, wo es um Fußbilder geht im Internet, das ich richtig verstanden habe, oder? Das Feediverse? Kleiner Spaß. Genau. Wir experimentieren mit Humor hier in der Sendung. Das Feediverse ist ein dezentrales soziales Netzwerk. So, Clemens, und da haben Sie jetzt haben Sie Informationen aus dem oder über den Axel Springer Verlag, die Sie mit mir teilen möchten? Ja, sagen wir mal so. Ich fand bemerkenswert zwei Passagen in dem Roman. Und, welchen Roman meinen Sie? Den von Sebastian Hotz, unserem Autor, der heute leider aus Romangründen nicht bei uns sein kann? Oder von Benjamin von Stuckrad von Barre? Stuckrad Barre, und der hat einmal geschildert, wie er mit Döpfner Elon Musk trifft. Die wollen ein Foto machen. Das klappt irgendwie mit Döpfners Apparat nicht. Und dann stellt Döpfner und Elon Musk bei Stuckrad Barre irgendwas am Smartphone ein. Und dann geht das. Und das ist die eine Passage. Und die zweite Passage ist dann später, dass nämlich Stuckrad Barre, als er sich schon von Döpfner trennte, darauf nochmal prüft, ob die Zugangsdaten von Döpfner zum Springer-Netzwerk immer bei seinem Smartphone immer noch funktionieren. Und sie funktionierten. Und jetzt weiß ich auch, warum Herr Döpfner Herrn Stuckrad Barre noch nicht verklagt hat. Sie meinen, Clemens, dass die Zugangsdaten, die Benjamin von Stuckrad Barre in seinem Schlüsselroman durchgegeben hat, die echten Zugangsdaten fürs Intranet von Matthias Döpfner sind? Nein, dass auf seinem Gerät die Zugangsdaten. Ach so, deine Tür. Also darf ich dich duzen? Ist es okay, wenn ich dich duze? Einfachheitsgründen. Clemens, du meinst also, dass Benjamin von Stuckrad Barre deswegen nicht von Matthias Döpfner verklagt wurde, weil er die Zugangsdaten vom Intranet von Matthias Döpfner hat? Ja, das steht im Buch so drin. Aber das ist doch ein Schlüsselroman. Das geht doch gar nicht um Benjamin von Stuckrad Barre und Matthias Döpfner, sondern um zwei fiktive Persönlichkeiten. Natürlich nicht. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, genau. Clemens, in dieser. Schön, dass du der erste Anrufer bist. Ich muss es direkt mal vielleicht vorweg sagen, auch für alle, die jetzt noch anrufen und für alle hier im Studio. Das ist eine Live-Sendung und es hören natürlich viele scharf gemachte Anwälte gerade in dieser Sache zu. Viele natürlich auch Journalistinnen und Journalisten, die versuchen, aus dieser Sendung Informationen für ihre Presseberichterstattung rauszulesen. Pass ein bisschen auf, was du sagst, Clemens, ne? Na gut, also eine Kritik wollte ich aber noch anbringen. Ja, gerne. An deiner Sendung. Und ja. Zwar... jetzt habe ich ganz kurz... Shamona. Ja, aber so ist es nun, meine Damen und Herren. Wenn Sie mir Informationen über den Springer Verlag oder über Chatnachrichten, die zwischen Hierarchen des Springer Verlages und vielleicht eventuell gefeuerten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Springer Verlags ausgetauscht wurden, wenn Ihnen die zur Verfügung gestellt wurden, Sie müssen dafür nicht windige Berliner Zeitungsverleger anrufen. Das können Sie alles auch hier machen. Ich verspreche Ihnen ganz, ganz hoch und heilig, dass ich das nicht weitergeben werde. Großes Verschwiegenheitserklärungsehrenwort. Korruption. Wenn Sie wissen, wenn Sie beispielsweise Informationen haben über Korruption in der Wirtschaft oder Korruption in der Politik, dann melden Sie sich einfach. Ja, ich gehe mal ran. Ja, ZDF Magazin live. Mein Name ist Jan Böhmermann. Hallo, wen habe ich denn da am Rohr? Ist es Madita, 18 aus Plauen? Herr Böhmermann. Hallo. Ich freue mich übel. Ich habe hier einfach so angerufen. Ich bin gerade voll in der Abi-Zeit und hatte kurz mal... Die Infrastruktur nach Ostdeutschland, die steht! Die steht Plauen, ist am Festnetz angeschlossen, man hört es, super, hallo. Ja, übel, ne? Ja. Also wir haben ja auch ein bisschen Infrastruktur, ne, so ein bisschen. Ja. Madita, du rufst aus Plauen an, das ist wo genau in Ostdeutschland die nächstgrößere Stadt, damit man es zuordnen kann? Die nächstgrößere Stadt, also ich wohne komplett in der Pampa, also ich komme nicht aus Plauen, ich komme aus einem kleinen Dorf, aber das kennt halt wirklich gar niemand mehr. Plauen ist ein kleines Dorf. Nein, das neben Plauen. Okay. Also Herzöge als Leute, die da wohnen. Und
Chemnitz wäre so das nächste, das sind aber 45 Minuten bis dahin. Also. Madita, was ist der Grund deines Anrufs? Ich wollte als erstes über Sachsen reden, ja. Weil ich bin jetzt und ich schaue ja schon länger zu und dann ist Sachsen ja immer sehr verrissen. Du meinst, in der Sendung, dem ZDF-Magazin Royal, wird Sachsen oft verrissen? Ja. Das kann ich so nicht bestätigen. Ach, das ist schon so ein bisschen, Herr Böhmermann. Okay, ja, ja. Und schon so ein bisschen. Was? Also, ja? Ja, das ist ein bisschen. Sachsen ist also anders, als wir es in der Sendung darstellen. Ich schreibe es mir mal auf, ja? Wie soll Sachsen denn dargestellt werden in Zukunft in unserer Sendung? Also ich würde differenzierter darstellen. Differenzierter. Es gibt nicht nur Nazis, es gibt auch Faschos und Neonazis. Nee, aber halt auch... Hallo? Ja, hören Sie mich noch? Ich höre Sie noch, Madita. Also differenzierter darstellen. In welchen Bereichen denn jetzt? Politisch beispielsweise? Oder? Ja, politisch. Ich weiß, unser Land, ja, uns eilt einen Ruf voraus. Ich kenne es ja selber. Wir fahren irgendwo hin und dann sage ich, wo kommst du her? Ich sage aus Sachsen. Ach, die Nazis. Sag bitte was? Und das finde ich immer schrecklich, weil man auch als junger Mensch hier halt, es ist halt meine Heimat und damit verbinde ich das halt auch. Und hier komme ich her, hier bin ich aufgewachsen. Und nicht jeder tickt bei uns so und es wird viel gemacht und natürlich läuft manches schief, natürlich, sonst werden, aber trotzdem, ja, ist halt meine Heimat und deswegen ist es immer so doof, weil man halt sich als junger Mensch echt einsetzt, dass es nicht so ist und dass es halt diese rechten Strukturen, die es hier manchmal gibt, bekämpft und sich dagegen wehrt, auf Demos geht und alles und dann, ja. Was machen wir denn gemeinsam, um der AfD die 28%, die sie zurzeit in Sachsen haben, so ein bisschen abspenstig zu machen? Ich weiß, wir sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich muss überparteilich sein, aber ey, Nazis mag ich echt überhaupt nicht. Und 28% ist ein bisschen viel, Nazis ne? Wieso Nazis ist das? Raus aus Sachsen. Ja, aber warum sind denn so viele Nazis in Sachsen? 28% ist ganz schön viel. Ich weiß es nicht. Es geht mir übelst auf den Sack. Also es ist einfach, wenn man... Sachsen ist so ein schönes Bundesland. So ein schönes Land, so nette Menschen. Die Telefonleitungen sind ein bisschen schlecht. Ich weiß auch nicht, warum da so viele. Vielleicht reicht die Gegenwehr nicht. Ist die Zivilgesellschaft nicht stark genug? Können wir als ZDF, als ZDF-Magazin Royal da was tun? Kann ich was persönlich machen? Kommen Sie mal nach Sachsen. Kommen Sie mal hierher. Ja, ich habe noch eine offene Einladung von Dynamo Dresden. Da hat mich die Fankurve kürzlich eingeladen mit dem Satz: Böhmermann, halt's Maul. Halt dein dummes Wessi-Maul. Was? Kommen Sie mal zu uns, Herr Böhmermann. Okay. Ja, das ist Dynamo Dresden, weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so Fußballfan und nee. Und ja, nicht unbedingt nach Dresden, mal woanders hin. Nicht immer. Okay, Madita, ich habe ja eine Telefonnummer. Ich melde mich nach der Sendung vielleicht mal, wenn die andere Sache mit Dynamo Dresden geklärt ist. Und dann versuchen wir gemeinsam, Sachsen aus dem Dreck zu ziehen. Mit dem anderen, der Dreck, den andere Leute auf Sachsen, nicht wir, aber andere Leute auf Sachsen ständig werfen. Ich bin voll auf Ihrer Seite und auf deiner Seite und auf der Seite aller Sächsinnen und Sachsen. Und ich denke, die Menschen hier im Publikum sehen das ganz genauso. Sachsen! Danke. Wir machen dich wieder stark. Tschüss, Madita. Vielen Dank für den Anruf. Ciao. Tschüss, mach's gut, Madita. Großer Plan. Gruß nach Plauen. So, schauen Sie mal, meine Damen und Herren, das habe ich alles von Ihren Rundfunkgebühren ausgeliehen. Es handelt sich um einen sogenannten Durchfallbrunnen. Was viele nicht wissen, in der Live-Sendung kann ich es ja mal sagen, ohne dass es vom ZDF rausgeschnitten wird. Ich bin Koprophagiker. Und da geht für mich, obwohl zu spät ist, die Sonne auf. Es klingelt das Telefon. Ein letzter Anruf. Böhmermann, ZDF Magazin Royal, hallo, Sie sind live drauf. Ja, hallo, Herr Böhmermann, hier ist der Julian aus Wiesbaden. Schieß. Julian, du bist 35 Jahre alt aus Wiesbaden. Die Themen des Tages, Arafat Abu Shaka muss 2,2 Millionen Euro bezahlen. Til Schweiger ist gar nicht dieser leichtfüßige, humorvolle, freundliche, hochbegabte Filmmogul, für den viele ihn jahrelang gehalten haben. Und Berlin ist eine geteilte Stadt. Zu welchem dieser Themen kannst du was beitragen oder was ganz anderes? Ich hätte noch ein anderes, aber auch sehr dringliches und vor allem aktuelles Thema. Gerne. Und zwar habe ich ein riesiges Problem. Mhm. Ich bin nämlich ein Fan von Richard David Precht. Und damit bin ich inzwischen absolut alleine auf der Welt. Ich glaube, hätte ich Drogenprobleme, hätte ich
weniger Rechtfertigungsdruck in meinem Alltag. Alle Freunde in meinem Umfeld distanzieren sich so langsam von mir. Und wir sind per Du, oder? Dann würde ich nämlich fragen, Jan, was habe ich falsch gemacht? Was kannst du mir helfen? Ich habe das Gefühl, du könntest mir vielleicht in dieser Situation... Ja, also entweder kann ich dich und alle anderen bekehren oder ihr mich. Vielleicht können wir irgendwie... Aber mein Gott, Julian, 35 Jahre alt und Fan von Richard David Precht. Wie ist es so weit gekommen? Warum nimmst du nicht einfach Heroin wie jeder normale 35-Jährige in Wiesbaden? Das Problem ist auch noch, ich muss noch ergänzen, ich studiere Philosophie. Und das ist wirklich sozusagen, das passt nicht zusammen. Ich habe das in meinem in dem ersten Wenn du mit 35 noch studierst, würde ich auch sagen, es kann nur ein Fach sein, es muss Philosophie sein. Mit 35, ich studiere Philosophie. Und das ist dein Zweitstudium. Oder erzählst du mir einfach Scheiße? Lüg mich nicht an, ganz ehrlich. Dann lass ich dich fallen. Ich verspreche es, Jan. Es ist das Zweitstudium und ich kann dir auch sagen, woher die Sympathie kommt. Ich habe tatsächlich das Glück oder Pech, je nach Perspektive gehabt, dass ich im vergangenen Jahr bei einer Konferenz Richard David Precht nicht nur auf der Bühne erlebt habe, sondern er hat danach mit den Studenten am Lagerfeuer gehockt und uns spannende Geschichten erzählt. Und ich fürchte, da ist einfach noch sowas hängen geblieben. Ja? Das ist einfach so eine Grundsympathie. Die kriege ich einfach nicht los. Also Richard David Precht ist vor deinen Augen quasi von der Medienfigur zum Mensch geworden. Das ist natürlich ganz tückisch. Weil wenn man selbst das größte Arschloch mal persönlich kennenlernt, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Mich finden viele Leute so lange scheiße, bis sie mich persönlich kennenlernen und merken, was für ein guter Küsser ich bin. Ja, und dann noch das knisternde Lagerfeuer. Er hatte auch ein ganz dünnes Hemd an. Es wurde immer kälter, aber wir haben uns gegenseitig gewärmt in der Gruppe. Ja, so, lass mich diese indiskrete Frage stellen. Als es immer kälter wurde, hat man durch sein dünnes Hemd schon die irrigierten Brustwarzen gesehen? Oder war das eher eine Geschichte, die auf intellektueller Ebene funktioniert hat bei euch? Sowohl als auch, würde ich sagen. Ja, also es hat auf allen Ebenen, hat es als Gesamtspiel. Also, und wir sind dann natürlich auch sozusagen vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Und ja. Es würde dich überraschen, aber wir haben über sehr viele Themen gesprochen und überall gab es ganz tolle Impulse. Und er konnte es so wunderbar runterbrechen und wir hingen an seinen Lippen. Okay. Ja, Julian, ich sag mal so, es ist, ich darf dich bitten, nochmal dran zu bleiben. Ich werde dich nach der Sendung, beziehungsweise jetzt gleich an unseren Psychologen durchstellen, beziehungsweise werde alle heute verfügbaren Psychologen zusammenschalten zu einer Gruppenkonferenz, um dich da aus dem Schlamassel mal rauszuholen. Ich bin natürlich überhaupt nicht befugt, als mehr, wer bin ich hier am Freitagabend, überhaupt ein böses Wort über Richard David Precht, den großen Richard David Precht, der Mann quasi, der selbst Markus Lanz noch in den Schatten stellt, hier zu verlieren. Ich bin selbst ein großer Fan von Richard David Precht, aber so weit wie du... Das ist ja nicht so rüber, Jan. Aber vielleicht war das einfach nur falsche Kommunikation. Ich kann vielleicht einfach nicht so straight kommunizieren wie Richard David Precht. Ich finde es aber schön, dass du deinen Kink mit uns geteilt hast. Und bleib mal in der Bleibt Leitung. Bleibt aber unter uns. Ja, es bleibt unter uns. Ganz großes Verschwiegenheitserklärungs-Ehrenwort, ja? Bleib mal dran, Julian. Unser psychologisches Team wird sich um dich kümmern. Vielen Dank für deinen Anruf trotzdem und dein Geständnis. Ja? Danke. Dankeschön. Schönen Abend euch. Danke. Oh, ich muss das mal durchatmen, mein Gott. Julian. Ich habe hier für den Fall, dass es inhaltlich ein bisschen dünner wird, meine Damen und Herren, habe ich hier so ein, wie beim Radio, so ein Pult. Und ich habe auch die Möglichkeit, einmal alle Mikrofone stumm zu schalten, gerade wenn psychisch belastende Anrufe hinter mir liegen. Einmal ganz kurz. Und deswegen gibt es jetzt erstmal für Sie, meine Damen und Herren, das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Hallo! Ich gehe aber ganz kurz rüber zu meinen KollegInnen hier am Panel und
Ihr nehmt jetzt die ganze Zeit schon die Anrufe entgegen. Christian I.M. Sommer, zuständig für unsere internationalen AnruferInnen aus Österreich und der Schweiz. Sie hatten zur Bedingung gemacht, dass ich einmal ganz kurz Ihr Buch in die Kamera halte. Es ist das Buch Investmentalität. Genau, das sind 7,95 Euro in Ihre erste Million investiert. Die zweite, da müssen Sie dann selber schauen. Sie waren jetzt schon die letzte halbe Stunde am Telefon. Was kam rein aus Österreich und der Schweiz? Also die Leitung glühen, muss man sagen. Das Internet ist schon fast vollgeschrieben. Sie werden dort direkt angesprochen. Zum Beispiel Joe Dalo schreibt, Dubai wartet auf Sie als Influencer. Ja, das ist interessant. Noch, wie die derzeitige politische Situation in der Türkei ist, ist Dubai für mich ein Flugdrehkreuz, wo ich befürchten muss, ausgeliefert und abgeschoben zu werden nach Ankara oder Istanbul. Deswegen vielen Dank für die Einladung. Vielleicht komme ich nach der Präsidentschaftswahl in der Türkei in 14 Tagen darauf zurück, je nachdem, wie das Wahlergebnis ausgeht. Meine liebe Kollegin Caroline Worps ist auch am Telefon nebenbei, sammelt sich aber auch Spenden für notgeratene Kinder, die bei Logo zu lang dran geblieben sind und dann auf Bernd das Brot hängen geblieben. Caro, wie viel Millionen Euro hast du schon eingenommen für arme Kinder? 0 Euro eingenommen, gar kein Geld. Okay. Dafür haben mehrere Leute angerufen, die gerne ihren Rundfunkbeitrag zurückerstattet haben wollen. Okay. Vielen Dank für diesen Input. Miguel von Rubitzky, du hast auch das Internet im Blick, ne? Genau, wir sind überall bei Twitter, Instagram, überall. Wir haben Umfragen auch auf Instagram, die ich gerne hier teilen möchte. Okay. Wir haben gefragt, mit wem habt ihr zuletzt per Festnetztelefon telefoniert? Ich da mit Madita aus Plauen, gerade eben. Zum Beispiel. Es gab aber auch ganz viele andere Antworten, ne, von Oma, Opa, also viele ältere Leute auf jeden Fall. Hier aber auch ganz interessant, Sparkasse Gebäudeversicherung war mit dabei. Und eine Frau aus dem Saarland, die sich offenbar verwählt hatte. Sie rief danach dann auch 6-mal an. Das ist so. Vielen Dank. Dankeschön, Miguel Rubitzky. Zuständig für Rhein-Main, Paschad Ismaili. Hast du vielleicht Neuigkeiten aus dem Bereich Abu Shaka? Gibt es was Neues von den Fetschitschis? Hat sich Anna-Maria schon zum Urteil zu Wort gemeldet? Nee. Gar nicht? Nee. Was hast du? Aber ich habe hier einen Sven, der schreibt, Jan, darf ich vorbeikommen und dir ein paar auf die Fresse hauen? Alles klar, vielen Dank. Gerne. Ja, du kannst gerne vorbeikommen. Die Telefonnummer übrigens, lieber Sven, der gerade im Internet Paschak gesagt hat, dass ich mir einer aufs Maul hauen möchte. Wir befinden uns in Berlin Bickendorf im Studio Ehrenfeld. Das kann man ganz einfach erkennen an der 030er Vorwahl 755-436644. 030-755-436644 ist die Telefonnummer. Und wir haben jetzt am Telefon, den Johannes. Er ist 58 Jahre alt und wahrscheinlich bei der Heute-Show eingeschlafen und jetzt vor lauter Schreck aufgewacht. Grüß dich, Johannes. Du kommst aus Hamburg. Ja, Jan, ich komme aus Hamburg, ganz genau richtig. Und ich bin nicht bei der Heute-Show eingeschlafen, sondern habe heute Abend Bochum gegen Dortmund geguckt. Wie sich das Johannes, macht. Ich erkenne deine Stimme. Du bist der Typ, du hast Markus Lanz möglich gemacht. Ne? Du bist Johannes B. Kerner, ist das richtig? Das ist richtig. Johannes B. Kerner ist am Telefon. Ja, hätte meine Idee sein können. Aber diesmal ist für deine Redaktion zuvor gekommen. Das gibt's doch nicht. Ich wusste nicht, dass das ein Prank ist. Hast du selbst angerufen oder ist das ein Prank von der Redaktion? Ja, sagen wir, es ist eine gemeinschaftliche Tätigkeit. Lassen wir es mal so stehen. Wo ich dich schon mal am Telefon habe, Johannes. Wir haben uns das letzte Mal vor vielen Jahren gesprochen. Ich möchte dich gerne mal entführen in vielleicht einen eher privateren Bereich in unserem Studio, weil ich ein paar Sachen persönlich mit dir besprechen möchte, ganz kurz. So Sachen wie zum Beispiel, dass man zum Smoking keine weiße Fliege trägt, so wie du? So, Johannes, Mensch, kannst du nicht hier mitten auf der Arbeit anrufen? Aber jetzt, ich habe unter meinem Schreibtisch, weil ich zurzeit privat ein bisschen Probleme habe. Ich lebe hier im Studio seit vier Monaten unterm Schreibtisch und jetzt habe ich dich hier mal meinen kleinen Liebeshöhle mitgenommen. Johannes, mein Lieber, wie geht's dir denn? Was machst du denn am Freitagabend? Hast du nichts zu tun am Freitagabend, außer bei uns anzurufen? Doch. Ich lese die ganze Zeit. Ich habe noch auf dem Tisch liegen. Aber ich lese gerade Toxic Man von Frederik Schwilden. Das kann ich auch jedem empfehlen, der erwachsen werden will. Ah, okay. Aber sag mal, machst du jetzt hier Buchpromo für deine Buddies aus dem Springer Verlag? Ich weiß, dass du ein enger Freund des ZDF bist und dass du ein großer Fan der Sendung Quiz Champion bist. Die gibt es ja morgen Abend und ich wollte dir einen besonderen Service zuteil werden lassen, nämlich, dass du heute Abend schon eine Frage gestellt bekommst, die morgen erst im Fernsehen gespielt wird. Alright, und die ist aus der Kategorie Film und Fernsehen. Ja. Und die lautet wie folgt. Welches Erkennungsmerkmal ist typisch für Bert aus der Sesamstraße? Ist das A, die lange durchgehende Augenbraue oder der kugelrunde Kopf mit schwarzen Haaren oder der Pulli mit dem großen B drauf? Weißt du es? Die lange durchgehende Augenbraue. Cool. Müsste man als Experte dabei sein. Ich muss jetzt leider auflegen, Johannes, aber schön, dass du angerufen hast.
Nee, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich, Quiz-Champion, ich habe leider morgen Abend, kann ich leider nicht. Da habe ich leider, ich habe die Zeit morgen Abend leider nicht. Aber ich würde mich freuen, mal in so einer Mainstream-Show mitzumachen, weil ich habe das Gefühl, jetzt bei der ersten Live-Sendung klappt das eigentlich ganz gut. Das ZDF und ich, wir nähern uns an. Ich habe noch nichts Verfassungsfeindliches gesagt und auch noch nichts, wo der Intendant Schweiß unterm Arm bekommt. Ich kann mir vorstellen, in 2-3 Jahren hast du mich so weit, dass ich mal in so einer Mainstream-Show auftrete, ja? Und live ist am schönsten. Finde ich auch. Habt eine schöne Nacht, gute Nacht, Gruß nach Hamburg. Alles Gute für euch. Bussi, Bussi, Johannes. Tschüss. Johannes Bekerner, ich komme mal wieder hoch. Ja, das war ja eine schöne Überraschung. Johannes Bekerner, eigentlich soll es heute darum gehen, meine Damen und Herren, dass der Sinn dieser Sendung, dass wir uns mal öffnen für Sie, liebe KritikerInnen, auch wenn Sie dieses ganze Gender-Gaga nicht abkönnen. Ich habe eine Zeit lang mich gesperrt gegen das Gendern, ich sage das ganz ehrlich. Aber dann habe ich festgestellt, dass es sich die Leute am allermeisten darüber aufregen, wenn man gendert. Und dann wurde es auf einmal interessant für mich. Und seitdem gender ich. Und es ist die Hölle los in den Kommentaren. I love it. Haben Sie vielleicht... Schon wieder Madita, diesmal 37 Jahre alt aus Fintel. Haben Sie, Madita, eine Meinung zum Gendern, wenn ich das mal fragen darf, direkt zu Beginn? Ja, eine Meinung. Also, ich meine, mein Name ist Madita, ich bin weiblich, ich möchte mitgemeint werden, natürlich. Also, du bist fürs Gender-Gaga? Ja, definitiv. Also, ohne Gaga, was wäre das Leben dann, ne? Ey, Madita, wo ist denn bitte Fintel? Was ist die nächstgrößere Stadt? Plauen und Chemnitz oder was? Wo ist Fintel? Nee, nicht ganz, aber Schießel sagt dir vielleicht was. Schießel! Ja, alles klar, Hurricane, Schissel, geil. Finn-Klimanland, liebe Grüße. Ja, vielen lieben Dank, danke. Ja, ja. Wie ist denn die Stimmung da bei euch zwischen Bremen und Hamburg? Ja, ach, du weißt ja, hier sind ein paar Bauern unterwegs, ne, und ein paar andere Männchen und alles mischt so ein bisschen. Aber es ist ganz divers hier eigentlich, doch. Es ist divers, es gibt Kühe, es gibt auch Schweine, es gibt Hühner, so ist es in Fintel. Richtig, warum genau, Gänse, Laufenten habe ich auch tatsächlich. Deswegen warum rufst du denn an hier, warum rufst du denn an bei uns in der Sendung hier beim ZDF-Magazin? Ja, genau, und zwar habe ich ein kleines Problem. Ich habe nämlich 2 Gänse und 3 Laufenten, wie ich gerade schon sagte, weil so zur Integration, bin aus Hamburg hier damals hingezogen und... ja, habe jetzt das Ding oder das Problem, dass eine der Gänse mit Laufenten aufgewachsen ist und die denkt jetzt selber, dass sie eine Ente ist. Und dann gibt es noch eine zweite Gans, die heißt Lilly und das ist die Halbschwester von der ersten Gans, die Miss Sophie heißt. Und jetzt konnte ich das beobachten im Frühling, dass die 2 Gänse, naja, wie soll ich sagen, hier auf dem See so ein bisschen romantisch wurden, so ein bisschen knickknack, naja, du weißt schon. Ja, Sex. Und richtig, genau, danke. Und der Erpel, also der Ente, möchte dann natürlich auch noch mitmischen. Das heißt, die haben hier jetzt auf dem Dorf natürlich auch noch so ein kleines Integrationsproblem. Mhm. Und jetzt wäre so ein bisschen die Frage, da ich natürlich nicht davon ausgehe, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, wie kann ich denn meine Gänse jetzt irgendwie dabei unterstützen, dass sie sich hier auch integrieren, wenn die Kanada- und Graugänse vorbeigeflogen kommen und hier auf dem See landen, wie kann ich... ja, meine Gänse da integrieren. Ist eine interessante Frage für unsere Sendung und für, auch für mich speziell, Madita. Vielen Dank dafür. Diese ganze Situation klingt für mich so, als würdest du, solltest du deine Gänse einpacken in eine Reisetasche und einfach gemeinsam mit deinen Gänsen und dem Erpel nach Berlin ziehen. Für diesen Lebensentwurf, den die Enten da auf eurem Teig ausprobieren und die Gänse, ist in Berlin auf jeden Fall genug Platz. Und auch in unserer Redaktion kann ich bestätigen, wenn Leute mal so extravagante Geschichten, wie du jetzt gerade mit den Gänsen und Erpeln da besprochen hast oder erzählt hast, planen, dann sind es meistens Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das aus Berlin erzählen. Es klingt für mich wie eine Berlin Love Story, ehrlich gesagt. Hast du die Möglichkeit, nach Berlin zu reisen mit deinem Federvieh? Ja, also ich fahre tatsächlich jetzt witzigerweise am Dienstag direkt nach Berlin. Ja, aber nicht mit der Deutschen Bahn, es ist Bahnstreik zurzeit. Ja, das gibt's doch gar nicht. Wem sagst du das? Also es ist, ja, es kommt alles zusammen. Ja, ich dachte auch vielleicht Richtung Köln oder so, sonst auch die Ecke ist ja auch vielleicht denkbar. Ja, nee, du, aber ist eine interessante Geschichte. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil ich gedacht habe, es kommt irgendwas Geiles, aber dann war es irgendwie eine sehr unübersichtliche Federviehgeschichte. Kannst du nicht einfach schlachten und an ein 3-Sterne-Restaurant verkaufen? Wäre das nicht eine Lösung? Also bitte, wirklich. Gender-Gaga und dann auch noch so eine vegane Nuss oder was? Ja. Du musst auch mal ein bisschen an unsere konservativeren Zuschauerinnen und Zuschauer denken. Nicht immer nur hier einen auf links-grün machen. Nee, man muss das ja aber auch hier schaffen, zu überzeugen auf dem Land. Ne? Und da musst du halt echt konsequent sein. Wenn du hier nicht konsequent bist, dann wird das nichts. Also dann bist du hier direkt unter den Treckerrädern. Madita, vielen Dank für deinen Anruf. Ich habe nicht ganz verstanden, worum es geht, aber bleib einfach dran. Und wir schalten dich gleich mit dem Julian zusammen, der sich immer noch mit den Psychologen über Richard David Brecht und Johannes Bekerner streitet. Das wäre total klar. Tschüss, Madita, mach's gut. Ja, ciao. Kleinen Applaus für Madita. Ich habe nicht verstanden, warum es geht. Habt ihr verstanden, warum es geht? Habt ihr nicht verstanden? Ey. Meine Damen und Herren, es tut mir leid.
Es ist 23.31 Uhr. Die Sendung ist leider viel schneller vorbei als befürchtet. Ich habe gedacht, wir machen heute Abend hier den Montana Black Megastream. Ich habe extra Alge getankt wie Knossi. Bin richtig psyched ab und aufgepumpt, weil ich gedacht habe, meine Damen und Herren, Sie können unsere Sendung wieder auf den richtigen Weg bringen. Sie können uns wieder aufs Gleis schubsen. Sie können uns versorgen mit Fakten und Themen. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wenn Sie Kritik oder Anmerkungen oder irgendwas zu Kamellen haben an unserer Sendung in den nächsten 4 bis 5 Jahren, dann würde ich den Ball einfach mal zurückspielen. Sie hatten jetzt die halbe Stunde die Gelegenheit hier im ZDF, unsere Sendung wieder gerade zu biegen, uns zu einer besseren Sendung zu machen. Das haben Sie nicht getan, Sie haben sich nicht beteiligt. Schade, schade, schade. Wir blenden uns jetzt hier an dieser Stelle aus. Wenn Sie Lust haben auf ein bisschen Kultur, auf eine halbe Stunde anspruchsvolle Unterhaltung, dann bleiben Sie dran, weil diese Sendung geht jetzt einfach in der ZDF-Mediathek weiter. Hier im ZDF-Hauptprogramm switchen wir jetzt um zu Aspekte, beziehungsweise Sie können langsam in die REM-Phase Ihres Vorschlafes eingleiten. Es ist also für jeden was dabei. Schön, dass Sie zugeschaltet und dass Sie angerufen haben. Das war das ZDF Magazin Royal live für diese Woche. Bis zum nächsten Mal live oder bis nächste Woche und in der Mediathek. Bis gleich. Tschüss. Oh, ganz ehrlich, endlich sind die Hauptprogrammswichser weg. Ey. Hi, ich bin's, euer cooler Internet-Janni. Und jetzt reden wir mal Tacheles hier, ganz ehrlich. So, raus aus dem Hauptprogramm, jetzt können wir nichts mehr kaputt machen. Im Internet ist eh alles scheißegal. Willkommen in der ZDF-Mediathek. Herzlich willkommen zum ZDF-Magazin Royal zur Aftershow-Party. Wir machen natürlich einfach weiter, ihr könnt weiterhin anrufen. 030 7554 6644. Könnt ihr mal bitte leise sein, wenn ich jetzt hier rede, ganz ehrlich. Ich muss mich eine halbe Stunde gerade benehmen eben im Hauptprogramm. Aber jetzt kann ich das Orchester mal rund machen wie sonst immer. Ihr könnt mir nicht in die Parade rein trompeten da. Ganz ehrlich. Denkt doch, ich mache mal eben ganz kurz Instagram live an. Wenn ich auf allen Kanälen drauf bin. So, direkt einen Filter einstellen. Die Zeit haben wir noch. Das sieht gut aus. Bitte gerne einfach weiter anrufen. 030 755 755. Ja, ich gehe mal live drauf. Prima, ist ein kleiner Gag. Einfach, falls ich es inhaltlich nicht trägt, habe ich immer eine lustige lange Nase. Hallo, ist es abgestürzt oder was? Ist abgestürzt. Ach so, ich habe ein Foto gemacht. Dumm. Verwerfen. So, nochmal. Sekunde, ich geh nochmal rein. Nochmal Instagram live. Leute, die Zeit haben wir. Wir sind jetzt in der Mediathek, wir haben Open End. Das Publikum hat eben komplett die Blasen entleert und auch die Enddärme. Hier muss in den nächsten 4,5 Stunden niemand mehr auf Klo. Wir ziehen das Ding jetzt durch, jetzt wird's unterhaltsam. Jetzt lästere ich so über Robert Habeck, aber ich darf es ja in der Sendung nicht machen, also im ZDF-Hauptprogramm. Habe ich Anweisungen von ganz oben bekommen. Also Matthias Döpfner hat den Intendanten des ZDF angerufen, der hat es trickle-down-mäßig runtergegeben an die Programmdirektorin. Die hat gesagt, bitte nicht über die Grünen lästern, keine Witze über Linke machen. Ich so, ey, aber ich bin ein konservativer Typ. Ich will CDU, ich will FDP, ich möchte, dass E-Fuels nach vorne gepusht werden. Ich hasse Windräder, weil ich ein Vogelfreund bin. Ich liebe Enten und Gänse. Und besonders, wenn die drei was zusammen im Teich im Fintel haben, das finde ich gut. Ich möchte nicht, dass Robert Habeck überall Windräder aufstellt, an denen so kleine Wärmepumpen installiert werden und unsere Vögel zerschreddert werden. Darf ich keine Witze drüber machen? Wird mir der Mund verboten? Jetzt kann ich mal offen sprechen, ganz ehrlich, im Internet. Und ich darf bitte darum bitten, dass auch Leute mit einem konservativen Mindset starke rechte Stimmen jetzt mal anrufen. 030 755 436 644. Ne? Und auch wenn, kann ich jetzt mal live gehen bitte hier bei Instagram? Das ist doch scheiße. Das ist ein super Filter. Jetzt gehe ich aber live. Verbindung wird überprüft. So, jetzt könnt ihr mal sehen, was nämlich der Unterschied ist. Auch das mal ein bisschen was Medienkritisches. Hier bin ich jetzt im normalen ZDF-Bild. So sehe ich normal aus, ganz normal. Und jetzt schaut mal hier bei Instagram. Ne? Ist ja klar, dass die jungen Leute verrückt werden, ne? Dass sie alle denken, das ist doch nicht die Wirklichkeit. Da siehst du dich und denkst, so will ich auch aussehen mit diesen tollen, diesen tollen lebendigen Augen, Alter. Wichtig ist, dass die Augen lachen. Und dann der Turn.
wenn Sie, wenn ihr, liebe Internetfreaks da draußen, ein Thema habt, ein heißes Thema, wo ihr euch eben nicht getraut habt, das in der großen Sendung zu besprechen nach der Heute-Show, weil ich es zu mainstreamig war, jetzt könnt ihr anrufen. Jetzt ist die Gelegenheit, echt mal Gas zu geben, mal die Fakten rauszuhauen. Sachen, die niemand wissen darf, Sachen, die niemand wissen soll, das können wir jetzt hier besprechen. Wenn ihr, keine Ahnung, zusammen mit ein paar Kumpels im Suff und aus irgendwie... Oh, Telefon. Böhmermann, ZDF Mediathek, hallo, wer ist denn da? Clemens. Hallo Clemens, du hast so einen strengen Ton, du bist 40 Jahre alt und kommst aus München, sehe ich hier gerade in meinem... Ja, dieser Freistaat hier, der macht einen fertig auf Dauer. Ja, bist du zugezogen, kommst du gar nicht aus, in Wirklichkeit aus München? Doch, ich komme schon aus Bayern, aber aus Franken. Also, das ist ja nicht Bayern, das ist ja evangelisch, das Ganze ist ja im Grunde genommen, es ist Südostdeutschland. Richtig, ne? Richtig. Ja. Was ist der Grund deines Anrufs, mein Lieber? Hast du heiße Neuigkeiten aus dem Springer Verlag? Willst du was zu Til Schweiger beitragen? Möchtest du das Schweigen endlich brechen nach all den Jahren? Ja, schön wäre es. Ich habe wirklich einen guten Rat, glaube ich, für alle. Also meine Frau ist Ärztin, Gastroenterologin, Gaswasser-Scheiße, sagt man so flapsig. Und jetzt wollten wir uns heute Abend wieder einen gemütlichen Abend machen. Und sie hatte Hintergrunddienst. Und sie muss ganz oft in die Klinik kommen, weil Leute nicht gut kauen. Das heißt, jetzt beginnt die Grillsaison und die Fleischstücke bleiben dann teilweise in der Speiseröhre hängen und sie muss sie mit der Magenspiegelung nach unten schieben. Das sind die harten Fakten. Ganz Clemens, ganz ehrlich, du spielst für mich in einer Liga mit der Blähbauch-Awareness-Aktivistin Anna-Maria Fercici, die diese vergessene Krankheit ins Bewusstsein der Gesellschaft geholt hat und auch, dass Menschen nicht genug kauen, gerade jetzt, wo die Grillsaison beginnt. Ich finde das super, dass du dieses öffentliche Forum nutzt, um auf dieses unterberichtete Thema hinzuweisen. Ist das denn so, kann das teilweise dann sogar tödlich werden? Ich habe mal in einem Podcast gehört, es gibt sowas wie den Bollustod. Ist das was dir was sagt? Ja, ich bin selber kein Arzt, aber das macht nichts. Das macht nichts. Das ist hier bei uns egal. Ich bin auch kein Journalist. Ich mache trotzdem einfach eine Sendung jede Woche. Egal. Ja, egal. ich glaube, so krass ist es nicht, aber es ist natürlich, kannst du dir vorstellen, wenn da sowas drinsteckt, das ist nicht so mega geil auf Dauer. Aber meine Frau hat mich nochmal aufgeklärt, also es ist. Man muss schon auch noch andere Krankheiten haben, damit es so richtig gefährlich wird. Aber jetzt kommt, wie gesagt, die Grillsaison. Also Leute, passt auf und kaut. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank, Clemens, 40 Jahre aus München. Ciao, ciao. Für diese Information. Schöne Grüße, mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. So. Das super, finde ich super, dass man mal Awareness schafft für sowas. Ne? Hast du schon mal gehört, Caroline, Bollustod, ist das was dir was sagt? Gehört, ja. Was ist denn der Bollustod, weißt du das? Da steckt ein Fremdkörper fest zwischen dem Larynx und dem Pharynx. Ne? Beim Schlucken ist es kein Tod durch Ersticken, ganz wichtig. Es ist ein plötzlicher Herzstillstand, wenn eben der Fremdkörper da feststeckt. Okay. Und das Heimlichmanöver hilft. Vielen Dank für diese Information. Und da sehen Sie, meine Damen und Herren, oder liebe Freaks hier im Internet, da seht ihr mal, wie das ZDF Magazin Royal vorbereitet ist. Ne? Also wie wir wirklich für jede Lebenssituation, wenn gerade so ein Ding aufgeploppt ist, von dem vorher noch nie einer geredet hat, Leute kauen. Unsere Redaktion ist always prepared und wir haben immer einen guten Rat und noch ein bisschen vertiefende Informationen zum Thema. Bollustod einfach mal nachgoogeln. So, ich gehe mal ganz kurz hier Instagram live. Auch da gibt es Leute, die Fragen stellen. Da möchte ich mich natürlich auch hinwenden. Das habe ich jetzt eben, ich wollte es eigentlich erst in der Hauptprogrammsendung machen, aber ich wollte die Leute bei unserer ersten Live-Sendung nicht mit sowas wie Instagram überfordern. Ich wollte mal langsam den Regler hochfahren. Beim nächsten Mal, wenn wir live machen, mache ich direkt nachher heute schon nur Instagram. Hey, Jonas ist da, Memes von links, Spacks dieses Jahr, fragt Magnus. Wir sind live drauf mit dem ZDF Magazin Royal Kanal. Ihr könnt jetzt da einfach Fragen stellen, ihr werdet draufgeschaltet. Das ist kompletter Wahnsinn eigentlich, weil wir es natürlich nicht kontrollieren können, was da jetzt... Aber so ist es, so sind wir vom ZDF. Was Twitch kann, das können wir beim ZDF schon lange, ganz ehrlich. Wir lassen uns vom Monte nicht den Markt kaputt machen. Sachen gibt's, das sieht echt creepy aus, Mann. Jetzt, ihr habt die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Böhmermann, ich bin gerade bei Instagram. Wer ist denn da? Hallo? Hallo! Hallo! Hier sind Shirin und Kilian aus Freiburg. Kilian und Shirin aus Freiburg. Könnt ihr mal ganz kurz dran bleiben? Bleibt mal ruhig dran. Okay. Ich gucke noch mal kurz bei Instagram, ob da was Spannendes passiert. Aber ehrlich gesagt, wer bei Instagram um diese Zeit abhängt, ne, da kann man nicht viel erwarten, glaube ich. Hallo, Felix, Hauen, Moritz,
Jan ist super. Ich will, das. Mhm. Was soll der Scheiß? Nee, habe ich keinen Bock auf Instagram. Ich lasse es mal durchlaufen, jeden Livestream, aber kommt nichts Konstruktives. Ey, Shirin und Kilian, wer bist du denn? Kilian oder Shirin? Ja, wieso? Kann das sein, dass Kilian 12 ist und nicht im Stimmbruch? Oder 25 noch nicht im Stimmbruch? Du bist Shirin, ne? Kilian! Ja, das war der Kilian. Wir sind beide 30 und wir haben den Stimmbruch schon hinter uns. Und was wir jetzt gerne mit dir spielen möchten, ist ein bisschen Entscheide dich. Oh. So in Gedenken an alte Zeiten, Neo-Magazin Royal. Ey, Kilian und Shirin, kann ich euch mit runternehmen in meine Privathöhle? Weil ich ja, Gefühl, klar, natürlich. Es kann sich hier. Sehr gerne. Ich, sag nur, ich möchte das jetzt nicht ausführen. Ich sage nur so viel: 2 Gänse, 1 Apfel. Okay, ich gehe mal einmal runter. Alles klar, okay. Mhm. So, warte. Hey, ihr zwei Süßen. Hey, da. Ihr habt mich richtig geschrieben, das freut mich. Ey, in Freiburg, ne? Um diese Zeit ist eh tote Hose. Da werden die Bordsteine hochgeklappt um 19 Uhr, da wird immer durchgefickt, da geht keiner mehr raus. Ey, schön, dass ihr die Gelegenheit nutzt, ein bisschen Partystimmung zu machen hier. Was genau. Was machen wir jetzt? Komm, wir machen, entscheide dich. Los. Ja, sehr gerne. Also, Kilian hat die erste Frage für dich. Mhm. So, also lieber Jan, bist du bereit für die erste Frage? Alles klar. Okay, und zwar, würdest du lieber mit Matthias Döpfner töpfern oder mit Familie Stoschek Stockfischen? Stockfischen? Ja. Was ist denn Stockfischen? Ja, das fragen wir uns auch, darum finden wir es interessant. Ach so. Ich würde gerne gemeinsam mit Matthias Döpfner und Familie Stoschek diese Tätigkeiten machen, die du gerade beschrieben hast. Also Stockfische töpfern vielleicht. Mit allen beiden... der Familie Stoschek und Matthias Döpfner Stockfische töpfern. Oh, das klingt gut. Ja, um sie abzulenken von dem ganzen Trubel, der zurzeit los ist. Nächste Frage. Okay, komm. Nächste Frage, die macht Shirin. Go. Go, Shirin. So, ja, jetzt kommt die nächste Frage. Würdest du lieber mit Luke Mockridge ins Dschungelcamp? Alles klar. Oder mit Dieter Nuhr ins Sommerhaus der Stars? Auf jeden Fall mit Dieter Nuhr ins Sommerhaus der Stars. Okay. Weil ich das Gefühl habe, da ist Sexual Tension zwischen uns. Ja, glaub ich glaube, ganz ehrlich, bei Luke die Sexual Tension, die da zwischen uns wäre, die will ich nicht. Ja. Die möchte ich nicht. Ja, stimmt. Nee. Ja. Ich habe jetzt noch die letzte Hammerfrage. Also, da sind wir wirklich stolz. Nur 3 Fragen habt ihr vorbereitet? Ja, wir haben wirklich was vorbereitet. Mhm. Also. Würdest du lieber mit Revolverheld zu Sing My Song oder mit Jan Marschalek zu Höhle der Löwen? Auf jeden Fall zu Jan Marschalek zu Höhle der Löwen. Und weißt du, was ich machen würde? Ich würde Jan Marschalek so ins Gewissen reden, dass er sich hinterher stellt, aber komplett auspackt und sämtliche deutschen Nachrichtendienste in komplette Verlegenheit bringt, weil er einfach alles auspackt. Ey, Jan Marschalek, wenn du das jetzt siehst, ne? Shirin, Kilian und ich, wir wollen, dass du zurückkommst und einfach mal richtig auspackst, Alter. Das wäre deine Chance. Ja. Ich habe mir auch vorgestellt, dass er dann direkt abgeführt ist. Ey, stell mal vor, ich würde mit Jan Marschalek eine Business Opportunity bei Carsten Maschmeyer und der würde uns ja, dann... Genau. Alter, stell es mal vor. Endless Possibilities. Ja. Es wäre perfekt. Also es wäre einfach 2 Fliegen mit einer... Habt ihr schon ein kleines Pikolöchen drin, ihr zwei Süßen? Ja, ne? Ja, oh Gott, auf jeden Fall, oh Gott, ich bin voll aufgeregt, deswegen ist meine Stimme halt auch noch so ein paar Pitches höher. Ja, ist kein Problem. Aber schön, dass du trotzdem angerufen hast. Er hat mir megamäßig viel Spaß gemacht. Ja, super. War echt ein Abba, nachdem Johannes Kerner mich richtig runtergedrückt hat, dass er angerufen hat. Genau. War ein richtiger Runterzieher. Ihr seid echt, ihr seid 2 Mediathekstypen. Ich finde euch super. Macht's gut, Leute. Cool. Tschüss nach Freiburg. Tschüss. Großer Applaus. Entscheide dich! Lorenz, wollt ihr? Habt ihr Lust? Meine Damen und Herren, Sie können natürlich nicht nur aufgezeichnet. Normalerweise sind wir keine Live-Sendung. Heute sind wir live. Wir sind live drauf. Und das Rundfunk-Tanzorchester ist immer dann gut, wenn es live spielen kann. Hier ist es für Sie auch in der ZDF-Mediathek. Sie geben richtig Gas. Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld! Hallo!
Shamona, 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 Shamona. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelbums. Die Grünen, die Grünen, die Grünen. Oder für die Älteren. Da sitzt man direkt stramm vor der ZDF-Mediathek. 030-755-436-644. Wir sind noch live drauf in der ZDF-Mediathek, ey, ihr Internet-Freaks. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange das gedauert hat, diese Internetsendung, diese Live-Sendung vorzubereiten. Das ist echt krass. Wir sitzen seit 3 Monaten dran. Alle spüren wieder was. Es ist wieder Puls. Und wenn das Ganze funktioniert, wenn jetzt morgen nicht das böse Erwachen kommt, das ZDF sagt, ey, ganz ehrlich, Böhmermann, ey, ganz ehrlich, ZDF-Magazin, Royal-Team, das macht ihr bitte nie wieder, das macht ihr bitte nie wieder. Machen wir das einfach, wir machen das regelmäßig, mindestens alle 2 Jahre oder sowas. Einfach Just for Fun. Und ihr müsst mir versprechen, liebes Publikum, dass ihr dann auch wiederkommt, wenn das okay ist für euch. Es sind live Leute hier. So. Da 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 da. So. Wir haben noch einen Anrufer, eine Anruferin. Es handelt sich um, ach nee, es ist, ich muss jetzt, ich habe so eine Standleitung, direkt in die Regie, in die Weltregie. Das hat Monte nämlich nicht, ne? Also wenn man bei Twitch sitzt. Also liebe Grüße an Ruth, an Monte, an Knossi, an die ganze Twitch-Community. Ne? Das hier, der ZDF, das ist der Original-Twitch. So ist Twitch eigentlich gedacht gewesen. Wir haben in der Redaktion, wir haben Laptops. Wir haben nicht nur so ein bisschen LED-Bepimmelung hinten an der Wand oder sowas. Oder so ein IWA-Regal oder so. Nein, nein, hier ist eine richtige Kulisse. Und wir haben vor allem eine richtige Telefonzentrale. Ich gehe mal ganz kurz rüber und komme dann vor allem mal an der anderen Seite. Jochen Heppmann, gleich sprechen wir zwei auch noch, Grundi auch noch. Aber vorher gehe ich mal zu Parshad Esmaeli. Ihr scannt den ganzen Abend das Netz. Parshad, ja. Leg mal ganz kurz auf. Hast du Reaktionen aus dem Netz? Gibt es Fakten? Gibt es Themen? Gibt es irgendwas, was es sich lohnt? Ich habe sowas Geiles, Jan. Kamelgel twittert, hab gerade angerufen. Wie heißt der Nutzer, die Nutzerin? Kamelgel. Kamelgel? Kamelgel. Ist das, das ist Gel für Kamele oder Gel aus Kamelen? Das ist eine sehr gute bekannt? Frage. Weiß man nicht. Keine Ahnung. Geben wir in die Community raus. Hab gerade angerufen, hab gedacht, es ist fake, aber war nicht. Hatte Angst und hab nur Hallo gesagt. Und Achtung, der schreibt danach. Habe ich jetzt dafür Geld bezahlt? Nein. Alle Anrufe, vielen Dank, Kamelgel, für diese tolle Frage. Alle Anrufe hier in der Live-Ausgabe des ZDF-Magazin Royal sind natürlich komplett kostenlos. Danke, Parshad, für diese Information. Wenn Sie wissen, was Kamelgel ist, ein Gel gemacht aus Kamelen oder für Kamele, würde ich mich auch freuen über den kleinen Beitrag oder dem Hashtag ZDF-Magazin Live. Miguel Robitzky, du siehst aus, als würdest du nächste Woche zur Krönung von King Charles fahren, mein Lieber. Du bist richtig schick gemacht. Ich habe mich heute schon mal hier in feines Firn geschmissen. Ja. Großes Thema im Internet bei uns, der Schokobrunnen. Der Schokobrunnen? Hauptthema fast. Genau, wir haben hier mehrere Leute, die... Hauptthema? Ja, Hauptthema der Schokobrunnen. Ich habe gesagt, die Leute sollen zu Till Schweiger anrufen. Wenn es Schauspielerinnen und Schauspieler gibt, die eine Lanze brechen möchten für Till. Ich finde es mies, wie alle auf Till rumhacken. Ich habe das nicht kommen sehen und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es so schlimm ist. Ja, ich weiß nicht, was Till Schweiger zum Schokobrunnen sagt, aber das Netz geht jedenfalls völlig Ja, aber was hier, sagt das Netz? Ein Tweet, Schokobrunnen sieht schon mal super aus. Okay. Das ist schon mal positiv, dann... Oh mein Gott, ich würde gerade alles tun, um von diesem Schokobrunnen zu probieren. Mhm. Und als letztes, die Idee hinter dem Schokobrunnen muss mir noch mal jemand erklären. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen, aber... Das können wir vielleicht. Ich würde vielleicht versprechen, um ein bisschen für Aufregung zu sorgen. Wir würden den Schokobrunnen am Ende der Sendung noch mal ausführlich featuren. Vielen Dank für diesen Input. Gerne. Was hast du für Chips da? Sind es nur salzige? Darf ich? Salzige, ja. Kannst gerne mal probieren. Caroline. Ja? Alles klar. Caroline sammelt nebenbei noch Dogecoins und Ethereum und Bitcoins für Kinder in Not. Das möchte sie Kindern in Not aber nicht geben, sondern selber einstreichen. Wie viel Geld ist für deine Privatkasse jetzt schon drauf, auf deine Privatkasse drauf? Immer noch 0 Euro. Immer noch 0, leider die, 0 Euro. Die Leitungen glühen. Also es haben alleine bei mir jetzt schon 80 Millionen Menschen angerufen. 80 Millionen Leute und keiner hat gespendet. Ja, was gibt's das denn? Netz bebt auch. Ja, also, da hat auf Twitter jemand geschrieben, fühl mich so ein bisschen wie in einem Fiebertraum, mir gefällt's. Okay. At Vikes Beach. Okay. Passend dazu haben wir auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet. Mhm. Was läuft bei euch schief, dass ihr gerade ZDF schaut? Und da sind die Top-Antworten, meine Tochter Feline ist nur noch am Heulen. Wegen uns oder? Das kann ich nicht genau sagen. Aber das finde ich super, wenn eine Mutter überfordert ist, weil das Kind anfängt zu heulen, geht es einfach aus dem Zimmer und guckt ZDF und lässt das Kind einfach weiter heulen. Super. Weiter zweite so. Antwort, Let's Dance ist zu langweilig und Jan zu sexy. Da kannst du jetzt mal Bezug zu nehmen. Möchte ich mich nicht zu äußern. Habe ich eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet? Und die letzte Antwort, ich bin bei meinem Vater und werde gezwungen. Klingt alles drei wie Antworten, die man in Österreich
hinter einer schweren Stahltür aus dem Keller irgendwie versucht, per Edge noch rauszusenden. Ich möchte dazu nicht näher eingehen, sondern mal lieber in die Schweiz, in die neutrale Schweiz gehen, zu Christian I.M. Sommer, der auch heute Abend zuständig ist fürs Thema Anlagetipps, Finanzen, Investments und wie lagert man Gold am besten. Herr Böhmermann, ich kann nur sagen, schöner als verlieben ist nur Vermögen. Das sollte auf Ihrem Unterarm stehen. Aber was hier auch gesagt werden muss, die Twitter-Community, die geizt nicht mit Kritik. Achtung, Herr Böhmermann, jetzt kommt das Knüppelhart. Okay. Thomas auf Twitter schreibt, das war ja gar nicht mal so gut. War das jetzt als Anti-Aktion zum Grimme-Preis angelegt? Vielen Dank für diesen Hinweis. Lieber Thomas, es ist nun mal so, wir hier vom ZDF Magazin Royal, wir sind nicht nur experimentierfreudig, was Inhalte angeht. Wir versuchen nicht nur inhaltlich progressiv zu sein, sondern wir betrachten unsere Sendung und unseren Auftrag ganzheitlich. Auch das Medium und die Möglichkeiten des Mediums Fernsehen sind für uns interessant und wir versuchen das auszureizen. Wir versuchen an die Grenzen der Möglichkeiten des Mediums Fernsehen zu gehen und Neues zu entwickeln. Und natürlich, so ist es eben, Progression ist manchmal schmerzhaft für Leute, die dabei sind, die es nicht so ganz verstehen, aber nur durch diesen Schmerz ist Veränderung möglich. Vielen Dank für deinen Beitrag und ich hoffe, du bist bald bei uns an Bord, wenn es wieder heißt ZDF Magazin Royal. Jochen Heppmann, Grundi, ich komme gleich zu euch. Eine Sekunde. Schön, dass ihr beide da seid. Es ist wieder ein Anruf da. Hallo, hier ist das ZDF Magazin Royal. Mediathek! Wer ist denn da? Hallo Jan, bin ich schon dran? Hörst du mich? Ich bin der Jana. Ja, du bist dran, aber ich habe gerade gedacht, dass Christian I.M. Sommer anruft. Rufst du aus der Schweiz an? Bist du Urs aus Kranzberg? Ja, genau, das bin ich. Hi. Bist du Schweizer? Nein. Was ist das für ein... Du sprichst so. Nein, das ist türkisch. Ich wohne halt in Bayern. Ach so. Ja. Das ist da, wo die Milch herkommt. Oh. Also Kranzberg ist in Bayern und das war ein bayerischer Dialekt. Ich habe es klang Schweizerdeutsch. Du bist 44 Jahre alt und du hast jetzt hier angerufen. Was ist der Grund deines Anrufs? Hast du heiße Informationen? Hast du Fakten? Möchtest du uns korrigieren? Möchtest du uns verbessern? Möchtest du uns schlechter machen, als wir sind? Von allem ein bisschen, Jan. Ja, gerne. Ja, auch aus der Filmbranche. Vielleicht haben dir das deine Kollegen gesagt. Ich weiß nicht, worüber du sprechen möchtest. Worum geht's? Über Til Schweiger. Oh, okay. Jetzt ruft endlich mal einer zu Til Schweiger an, dann schieß mal los. Ja, weil da kann ich schon verstehen, dass da viele sich nicht trauen, weil er ist halt ein mächtiger Mann in der Filmbranche. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich war jetzt überrascht. Ich habe jetzt von dir erfahren in der Sendung, dass es da einen Artikel gibt. Das habe ich jetzt vorhin gegoogelt. Mhm. Und ja, war negativ überrascht. Ja. Und ja, muss sagen, Til Schweiger ist halt ein deutscher Filmemacher und er ist halt in der Branche, ist er halt ganz oben. Und er tut und macht halt viel und... das mit diesem, ich habe was gelesen von Faustschlag ins Gesicht und irgendwie Alkohol am Set und so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich glaube, dass der Til Schweiger, der Alkohol trinkt, der ab und zu mal leicht einen Sitzen hat, dass das der Til Schweiger ist, den wir so aus Talkshows kennen. Aber dass er, wenn er wirklich bei der Arbeit ist, dass dann Alkohol und solche Geschichten eigentlich keine Rolle... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich sage, lass es nur Alkohol sein. Das ist schon also in der Filmbranche wie Nüchternheit anzusehen. Also was? Also wenn man in der Filmbranche nur Alkohol trinkt, ist das wie normal, als wäre man quasi nüchtern. Ja, das ist ja wie gar nichts. Ach so, was hast du denn Informationen, was sonst noch in der Filmbranche für Drogen konsumiert werden? Du, da bin ich meines Lebens nicht sicher, wenn ich... Das ist, also... Boris, du könntest jetzt die Möglichkeit nutzen, dir noch schnell einen falschen Namen geben. Nein, der Zug ist abgefahren. Aber nein, ich habe auch keine Angst. Also ich verstecke mich von niemandem. Nur die Sache ist, Jan, also ich wollte noch was zu Till sagen. Also er ist ja... Er macht ja oft, ist er Regisseur, Hauptdarsteller und Produzent in einem. Auch bei seinem jetzigen Film, wir haben viele gemeinsame Freunde, die waren auch bei ihm tätig. Moment. Das heißt, du hast Verbindungen ins Filmgeschäft und du hast Verbindungen zur Filmproduktion von Til Schweiger. Nämlich, ist das richtig? Ich bin ja selber Schauspieler. Ich war der Vater von David Hasselhoff in The Network. Ich bin ja selber Kleindarsteller, Schauspieler. Aber Ost, jetzt hast du dich ja quasi selbst geoutet. Wir sind in der Live-Sendung. Ich habe einen Hauptjob und so. Ich zahle davon nicht meine Miete, Jan. Okay. Nur viele zahlen halt ihre Miete davon und die können nicht so sprechen. Und du hast was gehört über Til Schweiger? Also du weißt mehr darüber, ja? Ja, natürlich. Ich weiß vieles über Til Schweiger. Aber ich will nur sagen, dass ich ihn halt, ich bewundere ihn. Er ist, wie gesagt, ein deutscher Filmemacher. Er bezahlt vielen Leuten den Lohn. Und viele Leute freuen sich halt auch, weil sie wissen, er ist immer wieder mit einem neuen Filmprojekt am Start. Und ja, aber kann man deswegen seinem Assistenten in die Fresse hauen am Set? Nein, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das, wie gesagt, jetzt erst durch dich. Also ich habe das, ich...
Ich habe es auch aus der Zeitung erfahren, ich konnte es gar nicht glauben. Ich kann dir vielleicht, damit auch die Zuschauer und die Außenstehenden vielleicht einen Einblick bekommen, also er macht eine Position am Film, ist schon zu viel. Also das ist schon, da hat man dann schon Burnout danach. Wenn man 3 Monate bei so einem Filmprojekt ist, fern von zu Hause, im Hotel, meistens 6 Tage die Woche arbeitet, 15 Stunden am Tag. Eine Position ist schon zu viel. Till macht aber 2, 3 Positionen. Es ist die Machtkonzentration. Es ist zu viel Power. Da gibt es keine Checks and Balances mehr. Er ist Produzent, er ist Regisseur, er ist Drehbuchautor. Das ist ja wie wenn, keine Ahnung, wenn Olaf Scholz Bundeskanzler wäre und Bundespräsident, Bundestags- und Bundesratspräsident in einem. Da kommt dann keiner mehr dazwischen. Das ist ein guter Einwand. Ich kriege jetzt hier gerade aus der Regie den Hinweis, Oos, dass die Stella aus Duisburg wartet, die auch eine Geschichte hat, die vielleicht an deine anschließt. Ich darf dich bitten, ganz kurz dran zu bleiben und Kranzberg zu grüßen. Vielen Dank für deinen Anruf. Möchtest du noch was singen? Na, ganz kurz noch. Am Ende seines Filmdrehs landet er immer im Sanker. Dann kommt der Notarzt und bringt den Till Schweiger an den Tropf. Ja, ich denke mal, vielen Dank für diese Info. Die ist jetzt nicht verifiziert, diese Information. Ich werde das direkt an den Spiegel weiterleiten. Über eine SMS an den Verleger Holger Friedrich, der wird das dann wiederum in die Spiegelredaktion tragen. Ich verhasse mit ihm um. Till ist ein Guter. Till ist ein Guter, das sehe ich auch so. Vielen Dank für deinen Anruf, Oos. Dankeschön. Es kann ja sein, Oos aus Kranzberg, es kann ja sein, dass Till Schweiger all die Jahre uns mitteilen wollte, wer er wirklich ist. Es hat ihn einfach nur keiner verstanden, weil er einfach... Er hat es eigentlich die ganze Zeit gesagt, aber niemand hat es verstehen können. So, wir gehen mal ans hier. Stella, 32 aus Duisburg. Stella, grüß dich. Ja, hi. Hey, es ist okay für dich, wenn ich nebenbei ein bisschen Instagram am Scrollen bin? Ja, ist okay. Ich war da auch gerade noch. Alles klar. Hey, Stella, was geht? Hi. Ja, echt viel. Ich habe so eine Frage für dich. Inspiriert durch deine Sendung über die Innenstädte. Mhm. Ich sitze in der Bezirksvertretung und wollte dich mal fragen, ob du weißt, wer deine Bezirksvertreter sind in Köln. Meine Bezirksvertreter? Weißt du, was eine Bezirksvertretung ist? Ist das sowas wie so ein Kommunalparlament? Ja, genau. Und ich wollte einfach irgendwie die Chance nutzen, bei dir anzurufen, um irgendwie mal darauf aufmerksam zu machen für ganz viele Menschen da draußen, dass es Bezirksvertretungen und Bezirksvertreter gibt. Und dass es total schwer ist, irgendwie, ich arbeite Vollzeit und es ist total schwierig, irgendwie Politik und Lokalpolitik irgendwie hinzukriegen. Und deswegen wollte ich einfach mal die Plattform nutzen und auch irgendwie Danke sagen. Aber das ist ein tolles Thema, Stella. In Köln-Ehrenfeld gibt es auch ein Stadtparlament und auch Bezirksvertreter. Es ist sowas wie, also Köln-Ehrenfeld, wo jetzt unser Studio ist zum Beispiel, 120.000 Leute, vielleicht so ein bisschen über 200.000 Leute, also richtig viele Leute, oder 120.000 ungefähr, und die haben ein eigenes Bezirksparlament. Und die Leute, wenn ich das richtig weiß, und ist es vielleicht auch bei dir so, sind ehrenamtlich da als Abgeordnete gewählt, ne? Ja, man kriegt schon Mandatsbeiträge, das wissen auch nicht viele, das wusste ich auch nicht. Also ich kriege schon ein bisschen Geld und so. Manche Politikerinnen und Politiker machen da nicht so viel und kriegen trotzdem dieses Geld. Also ne, so wie ein Plau und eher so dann eher die Richtung. Mhm. Aber genau, ich bin seit 2 Jahren da drin und es ist echt krass. Ich wusste nie, dass es so Lokalpolitik in dem Sinne gibt, aber so Bezirksvertretungen machen ganz viel zu Schule, Denkmalschutz, Straßen oder Radwege. Darf ich eine ganz konkrete Frage stellen, weil das interessiert mich wirklich. Ist es so, dass eure Macht da endet, wo die Macht der übergeordneten Instanz anfängt? Also bei uns zum Beispiel in Köln-Ehrenfeld gibt es eine Straße, ist die Venloer Straße. Das ist eine Straße hier, die ist seit eine Problemstraße. Es laufen jetzt nicht wie in Bayern Bären oder Wölfe drauf rum. Es ist eine Problemstraße, weil die zu eng ist. Die müsste eigentlich eine Fußgängerzone sein. Es gibt andauernd Unfälle und es werden andauernd Verkehrsversuche geplant und sowas. Aber das Problem an dieser Straße ist, obwohl die mitten in der Stadt ist, ist die im Stadtplan eingezeichnet als gelbe Straße. Sie ist eine Bundesstraße. Also es gibt ja auch in Städten gibt es Straßen, für die der Bund oder eine Landstraße, also nicht der Kommune unterstellt, sodass die Bezirksvertretung nicht viel machen kann. Kannst du das aus der Praxis bestätigen, dass es Straßen gibt, für die ihr nicht zuständig seid, obwohl sie durch euren Stadtteil laufen? Ja, ich glaube schon, aber vielleicht habe ich auch zu wenig Zeit, mich da einzulesen. Aber es ist halt irgendwie schwer, aber auf jeden Fall ist es so in die Richtung. Aber ich wollte auch vor allem appellieren, dass ganz viele Menschen, die irgendwie was haben in ihrem Stadtteil, sich total gerne an alle Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter wenden können. Auch du, also wenn du da irgendwas hast, dann melde dich einfach. Ja, die Venloer Straße ist scheiße bei uns. Ja, und auch die Innenstädte, falls ihr so die Innenstädte sind scheiße. So. Es sind viel zu viele Parkplätze und es gibt viel zu wenig Stellplätze für Fahrräder zum Beispiel. Genau, auch das, einfach eine E-Mail. Und wir haben zum Beispiel bei uns am Ludgeri-Platz, haben wir in das Duisburg hingekriegt.
Ja, in Duisburg, dass auf jeden Fall ein paar mehr Fahrradplätze hinkommen. Oder, also ich meine, so Fahrradstraßen oder so, da kriegen wir unseren Oberbürgermeister nicht wirklich zu, der ärgert sich dann eher nur. Aber ja, genau, also vielleicht einfach so dieses, manchmal, ich finde deine Sendung so gut, ich gucke sie wirklich sehr gerne. Aber manchmal am Ende bin ich dann so frustriert, weil ich mir sage, ah, Jan, sag doch noch mal, was man noch so machen kann. Und dann ist das jetzt einfach der Anruf gewesen. Ja, aber der konstruktive Ansatz ist ja eher was für andere. Wir sind ja, das ist ja nicht unser Auftrag. Aber vielen Dank für den Hinweis. Liebe Stella, das ist, also Bezirksvertreterin, Bezirksvertreter, wir melden uns da. Und vielleicht kriegen wir das jetzt zumindest in Ehrenfeld hin, dass die Venloer Straße eines Tages mal eine Straße für die Menschen wird. Und nicht für das Auto. Ja, ich hoffe sehr. Ich drücke dir sehr die Daumen. Liebe Grüße nach Duisburg. Schön, dass du angerufen hast. Dankeschön, Stella. Tschüss. Stella. Ey, Leute, es ist schon... Oh. Es ist schon 0:02 Uhr. Das ging viel zu schnell vorbei. Oh, es ging viel zu schnell zu Ende. Böhmermann, ZDF Magazin Royal live heute. Servus, Jan. Servus, grüß dich. Hi. Ich wollte mal mich melden bei dir und ein bisschen über deine Sendung letzte Woche sprechen, die so komplett eigentlich am Thema vorbei war, weil normalerweise kenne ich deine Sendung so, dass ihr gut recherchiert, aber letzte Woche war das irgendwie so recherchiert, dass du nur dein eigenes Personal befragt hast über die Fahrlehrer. Ja, das ist, lass mir kurz die Leute mit ins Boot holen. Letzte Woche, wir haben ein bisschen besser. Ja, wir haben eine Sendung gemacht über Fahrschulen. Was ist dein beruflicher Background? Hast du was damit zu tun mit Fahrschulen? Ja, ich bin selber Fahrlehreranwärter. Und ich habe mir gedacht so, hey, das geht doch ein bisschen besser. Du hast doch einfach nur so deine Leute befragt und gedacht, hey, was für Stories habt ihr über eure Fahrlehrer? Und am Ende kam so raus, ja, hey, die Fahrlehrer sind alle irgendwie komisch und alle irgendwie keine Ahnung, diskriminieren oder tun sexuelle Leute belästigen. Und ich habe mir gedacht, das kannst du besser. Und mit so vielen Recherchenetzwerken und so weiter, ich meine, hey, du hast ja fast einen österreichischen Kanzler oder Kanzleranwärter gestürzt. Deswegen habe ich mir gedacht, so billig kommst du da nicht weg. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss da mal anrufen. Herr Chetin, das ist ein super. Also ich erkläre dir ganz kurz den Background für die Recherche. Wir haben angefangen, uns über das Thema Fahrschule zu unterhalten. Und da kam in der Redaktion recht schnell auf, dass jeder merkwürdige Geschichten zum Thema Fahrschulen erzählen konnte. Dann haben wir weiter recherchiert im weiteren Kreis und haben festgestellt, dass es nicht nur uns so geht, sondern dass es jeder eigentlich aus seiner Fahrschulzeit die ein oder andere Legende kennt über den einen oder anderen Fahrlehrer. Dann haben wir versucht herauszufinden, gibt es empirische Belege dafür, dass sexuelle Belästigung in der Fahrschule ein größeres Thema ist. Und haben festgestellt, dass das Ganze weder irgendwo offiziell erfasst wird, nicht... Ja, aber das klappt ja nicht, das ist ja nicht digitalisiert, das geht ja nicht in Deutschland. Dafür müsste man ja anfangen, alles zu digitalisieren, aber das ist ja eine andere Geschichte. Aber ihr habt ja nicht nicht an den Tisch geholt. Genau, und dann haben wir im Zuge der Recherche festgestellt, dass allein die Aufsicht von Fahrschulen im gesamten Bundesgebiet komplett verschieden geregelt ist, sogar kommunal unterschiedlich. Wir mussten 500 Stellen anschreiben, um überhaupt mal rauszufinden, wer zuständig ist für die Aufsicht von Fahrschulen. Und diese Gemengelage hat dann dazu geführt, dass wir uns gedacht haben, okay, dieses Thema ist offensichtlich so unterberichtet, ist aber trotzdem so viel drin, dass wir diese Sendung einfach mal, schießen und mal gucken, wo er runterkommt. Und im Anschluss an diese Sendung haben sich total viele Leute bei uns gemeldet, die eben ähnliche Geschichten erzählt haben und diese Sachen bestätigt haben. Es gibt weiterhin keine Versuche, das irgendwie zentral zu erfassen oder da eine strengere Kontrolle der Kontrolleure einzuführen. Ich glaube auch nicht, dass es besser wird, aber ich glaube, dass das in dieser Branche ganz andere Themen gibt, über die man berichten könnte. Ja, welche denn zum Beispiel? Den Rahmen sprengen. Ja, das könnte den Rahmen sprengen, aber... Nee, aber sag mal ganz ehrlich, also wenn das kein Thema ist, was ist ein wichtigeres Thema? Die fehlende Digitalisierung, gebe ich dir absolut recht, aber ich glaube, das ist in Deutschland in vielen Dingen so. Ich hab einen brasilianischen Freund, der hat seinen Führerschein und seinen Pass auf einer App. Ja, also wir sind damals in die Schweiz eingereist, er hat seinen Ausweis in Deutschland liegen gelassen und wollte einfach einreisen. Und hat seine App vorgezeigt und die Grenzbeamten in Deutschland haben den angeguckt und haben gedacht, was ist das denn? Also ich meine, das hat doch nichts mit Fahrschulen zu tun. Mit den Fahrschulen, ich meine, wie du selber sagst, 16 Bundesländer und gefühlt 500 Aufsichtsbehörden. Ich glaube, das sind so Sachen, worüber man berichten kann. Ich verstehe nicht, warum die Fahrlehrer da über diese Schiene von, wie du berichtet hast, dass wir also wirklich Fett wegbekommen haben von dir, ohne dass man die Fahrlehrer eben da an den Tisch holt. Also das fand ich ein bisschen undifferenziert. Nochmal, da haben die Fahrlehrer gefehlt. Ich meine, wie viele Fahrlehrer hast du gefragt?
Oder wie viele Fahrlehrer durften denn mitsprechen? Wir haben mit Fahrlehrern und Fahrlehrerverbänden natürlich gesprochen und haben gefragt, ob es irgendwelche Dinge gibt, die sie wissen. Und da anders als bei den Frauenberatungsstellen gab es ein großes Loch. Und dann haben wir festgestellt, dass der Ton auch von Fahrschulen im Internet oder von Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern, hauptsächlich von Fahrlehrern, was das Thema Umgang mit Frauen angeht, beispielsweise ein ganz ungewöhnlicher war. Und das haben wir einfach in die Sendung gebracht. Aber ich kann verstehen, dass das ärgerlich ist. Mich hat es auch geärgert und gewundert, aber das nicht zu besprechen, ist ja auch nicht okay. Nee, also ich sehe sicherlich, wenn ihr die Fahrlehrer und Fahrschulen an den Tisch geholt habt und da sicherlich tiefer recherchiert habt und der Meinung seid, dass das so richtig war, diese Berichterstattung, dann ist das natürlich eure Sache. Aber auf der anderen Seite würde ich fast schon sagen, es fehlt einfach auch die Stimme, ich sage jetzt mal, der jüngeren Fahrlehrer. Und natürlich gibt es oder gab es in Deutschland einen ordentlichen Fahrlehrermangel. Ne? Also die Geschichte der Fahrlehrer ist jetzt sicherlich, die meisten älteren Fahrlehrer kommen sicherlich auch noch von der Bundeswehr und so weiter. Aber da fehlt mir einfach so, wir jungen Fahrlehrer, wir haben uns gedacht nach deiner Sendung, die gerne das Magazin Royal angucken. Oh hey, das ist irgendwie komisch, das wird eine lustige Fahrstunde am Montag, wenn jetzt die Fahrschüler, unsere Jüngeren uns da auch noch angucken und denken, kann ich voll nachvollziehen. Das kann ich total nachvollziehen. Aber deswegen machen wir es ja. Ja. Gut, ich meine, wenn das Bewusstsein stärkt und du sagst, na ja, also allein über Dinge, über die man nicht so gerne spricht, sprechen, ist ja schon der erste Schritt, dass man dann darüber spricht und dass es dann irgendwie besser wird. Ne? Und ich sag mal, die Impulse aus der Fahrlehrergemeinschaft, das Thema anzugehen und offen anzusprechen, die haben wir jetzt eher in unserer Recherche nicht so aufgenommen und nicht so wahrgenommen. Ja. Also dann wünsche ich mir aber, dass ihr das weiter verfolgt. Das wäre nämlich so, wir werden das weiter verfolgen. Dass wir sicherlich so in ein, zwei Jahren vielleicht uns noch mal drüber unterhalten. Total gerne. Wir haben deine Nummer und du weißt ja, wo du uns findest, nämlich immer am Freitagabend im ZDF-Hauptprogramm. Ja, das ist sehr einfach. Vielen Dank für deinen Anruf und sorry, dass wir da nicht ganz deinen Geschmack getroffen haben. Aber vielleicht ist es nächste Woche soweit. Ja, schauen, je nachdem, wen du stürzt, dann schauen wir mal. Mach's gut, tschüss, Cetin. Tschüss, ciao. Vielen Dank, Cetin. Ja, aber so ist es. Das lässt sich allen recht machen. Man kann es nicht allen recht machen hier im ZDF-Magazin Royal. Aber wem man es recht machen kann? Allen Menschen, die Schokobrunnen lieben und späten Mediatheks-Content, den kann man es natürlich recht machen. Mein Gott, ist das lecker. Ich wünsche, Sie könnten das auch mal probieren. Es schmeckt wirklich wahnsinnig gut. Es ist die teure Schweizer Schokolade. Die kriegt man in Deutschland ja gar nicht. Die ist so gut. Man schmeckt die Neutralität des Landes Schweiz in der Schokolade. Da ist einfach keine Zusatzstoffe. Das ist wirklich, man schmeckt das Euter, aus dem der Kakao kommt für diese Schokolade. Ganz lecker. Toll. Einen Anruf haben wir noch. Der letzte Anruf. Es ist schon 10 nach 12. Hier ist das ZDF-Magazin. Ich habe Schokolade am Mund. Shirin aus Dresden, hey. Hallo. Hey. Sorry, ich hatte einen Titin dran, der hat sich unterrepräsentiert gefühlt. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann seinen Ärger verstehen. Als Falllehrer wäre ich auch piss gewesen nach der letzten Sendung von uns. Ja, safe konnte ich auf jeden Fall auch verstehen. Ja. Sorry. Ja, ich habe nur abgewartet, bis du dir die Schokolade vom Mund. Ja, danke schön. Ich wollte noch so einen kleinen Bildgag zum Schluss bringen. Ich habe eher das Gefühl, dass die Sendung ein unglaubliches Meme-Potenzial hat. Ich habe viele Gesichtsausdrücke gemacht, glaube ich, die ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Ich spüre so Muskeln in meinem Gesicht, die ich noch nie gespürt habe. Ja, sehr cool. Shirin, warum rufst du denn an? Ich rufe an, weil ich im März bei Wer steht mir die Show als Wildcard-Kandidatin war. Oh, jetzt packst du aus hinter den Kulissen, wie scheiße Joko Winterscheid ist. Und da gibt's zu. Dazu darf ich nichts sagen. hast du eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet? Lass dich auf diesen Scheiß nicht ein, ganz ehrlich. Lass dich auf diesen Scheiß nicht ein. Wenn es Sachen zu berichten gibt, die Deutschland erfahren muss, dann zählt das. Deutschland first. Was ist abgelaufen hinter den Kulissen bei Joko und Klaas? Es war sehr angenehm, auf jeden Fall. Ja, ja. ganz andere Sachen. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass ich dich erwähnt habe übrigens. Und Sido mich gefragt hatte, wer beim Armdrücken gewinnen würde, du oder Joko, und ich für dich gewotet habe.
Und das wollte ich einfach mal placen, dass du das auch mal recognized. Vielen Dank, Shirin, dass du outgecallt hast, dass ich möglicherweise stärker bin als Joko Winterscheid. Aber der hat 1000 McFit-Abos, der ist so am Trainieren, Alter. Der Typ ist so in Shape, never ever. Außerdem ist er noch ein bisschen größer als ich. Also ich bin schon echt groß, aber Joko ist giraffenartig, der hat eine Hebelwirkung in seinem Arm. Das ist gar nicht Kraft, das ist... Im Grunde ist es reine Physik, dass er einen platt macht beim Armdrücken. Ich würde safe ich sagen... Ich glaube aber an deine Mental Physical Touch quasi. Du meinst über das Mindset, das ist bei mir. Über das Mindset, der Arm genau. von Joko sagt, ich perform under, ich gebe auf, ich lasse es bleiben. Weil der Arm vom Böhmermann, der drückt ihn einfach ohne Berührung runter. Denkst du das, ja? Nee, ey. Ja. Nee, ey, Shirin, ich glaube, Joko wird mich fertig. Ganz ehrlich jetzt mal hier, du bist die letzte Anruferin. Wir machen jetzt gleich Schluss hier in der Mediathek. Irgendwas noch mal genug mit live. Entschuldigung. sorry. Ganz ehrlich, in der Mediathek ist das auch mal ganz okay, wenn man mal rülpst. Joko würde ich never ever platt bekommen. Never ever. Und ich finde es auch blöd, dass man jetzt hier diesen Show, dass man so auf Körperlichkeiten geht. Ich würde mich gerne mit Joko mal intellektuell messen. Ich wäre gerne mal Kandidat bei Wer steht mir die Show, aber ich habe die Zeit nicht, weil ich immer arbeiten muss und die zeichnen immer in der Woche auf und so. Aber das Ding ist, er hat in der Show gesagt, wenn du als Kandidat kommen würdest, dann dürfte ich euer Armdrücken moderieren. Ja. Deswegen könnten wir jetzt so einen Pakt da quasi. Ja, aber bin ich jetzt hier dein Vehikel, damit du ins Fernsehen nochmal kommst oder was? Nee, auf gar keinen Fall. Ich wurde diese Woche schon genug missbraucht von Leuten, die mit meinem Namen Cash machen wollen. Einige verkaufen Podcasts damit, andere verkaufen Bücher damit. Für andere bin ich irgendwie ein Statist in der eigenen Heldengeschichte. No, Shirin, ich bin ein eigener Mensch, ich habe ein eigenes Leben. Ich möchte nicht von dir missbraucht werden fürs Fernsehen. Aber wenn ich eines Tages da bin, dann die haben ja deine Nummer noch, dann lade ich dich ein als das würde mich freuen, ja. Auch als Zuschauerin einfach. Das würde mich auch freuen. Shirin, schön, dass du angerufen hast bei unserem kleinen Live-Experiment. Dankeschön. Ich grüße nach Dresden. Ich wünsche einen ganz schönen Abend. Und vielleicht sehen wir uns eines Tages bei Wer steht mir die Show in dem Sender Pro7 bei Joko Winterscheid. Genau. Tschüss, mach's gut, Shirin. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Leute. Das war das ZDF Magazin Royal in der Live-Version. Uns ist das Medium Fernsehen nicht nur inhaltlich wichtig. Wir versuchen nicht nur inhaltlich an die Grenzen zu gehen, sondern wir dehnen auch die Grenzen des technisch und des medialen Möglichen. Deswegen haben wir das heute gemacht. Wir werden das wieder machen. Nicht so bald, aber eines Tages, wenn Sie nicht damit rechnen, kommen wir von hinten und machen eine Live-Sendung, in der Sie sich wieder beteiligen können. Nein, müssen. 03075 4366 44 wird auch dann die Nummer sein. Einen großen Applaus für unser Telefonpanel. Christian I.M. Sommer, Karin Wolf, Miguel von Rubitzky, Parshad Esmaili, Jochen Heppmann und Gründi. Ein extra großen Applaus für das fantastische Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld und der Leitung von Lorenz Rode. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit 3 Monaten diese weirde Show vorbereitet haben. Vielen Dank, lieber Schokobohnen. Vielen Dank, liebes Publikum hier in Berlin-Binkendorf im Studio Ehrenfeld. Ich lege mich jetzt in die Mediathek zwischen Bergdoktor und das Traumschiff und schlafe ein bisschen. Nächste Woche sind wir wieder da. Kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss in die Mediathek, tschüss ins Hauptprogramm. Bis nächste Woche.